Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, in den letzten Tagen taucht so nach und nach in den Geschäften der neue Lego-Katalog auf. Genauer gesagt geht es um diesen hier, Januar bis Juni 2022. Und ihr seht, ich habe den hier vorliegen und an dieser Stelle einen ganz, ganz großen Dank an Otto. Der hat den nämlich gefunden in einem Geschäft in seiner Nähe und hat den uns zugeschickt, damit wir uns den hier alle gemeinsam angucken können. Wirklich riesengroßes Dankeschön an Otto. Bei mir gibt es den nämlich noch nicht. Und dieser Katalog ist tatsächlich auch wirklich interessant, denn da sind einige Neuheiten gerade vom März drin, die von Lego noch gar nicht offiziell enthüllt wurden. Und da sehen wir ihn auch schon in der Detailansicht, unseren neuen Lego-Katalog Januar bis Juni 2022. Und wie ihr sehen könnt, ist das auch weiterhin dieses neue Design. Früher war es ja, glaube ich, so, dass es hier so einen gelben Rand herum gab. Jetzt seit einigen Ausgaben schon sind es nur noch diese Kacheln. Aber schauen wir doch einfach mal rein. Das ist, glaube ich, spannender. Da haben wir hier als erstes natürlich wie immer das Inhaltsverzeichnis. Und da kann ich jetzt auf den ersten Blick eigentlich nichts Interessanteres so entdecken. Das sind alle Sets, die hier tatsächlich dann auch drin sind. Es war ja auch schon mal so, dass hier im Inhaltsverzeichnis, ich glaube, der Moff Gideon Kreuzer abgebildet war, der dann aber gar nicht im Katalog drin war, weil das ein exklusives Set eigentlich ist, beziehungsweise so teilexklusiv. Aber gut, dann kommen wir hier zu Duplo. Und was gibt es hier so zu entdecken? Das sind, glaube ich, alles noch ältere Sets. Hier haben wir dann alles neu im Januar. Da gibt es jetzt offenbar so ein paar Tierchen für Badespaß. Das sind alles so, wenn ich das richtig verstanden habe, so Schwimminseln, wo man dann eben die Tiere draufsetzen kann. Ja, zum Baden eben für kleinere Kinder. Dann haben wir hier noch weitere ältere Sets. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht so viel drauf eingehen. Bauernhof haben wir hier und ich glaube, da gibt es dann im Laufe des Jahres vielleicht auch noch Bauernhof-Sets für größere Kinder. Schauen wir mal. Aber dann haben wir hier wieder neue Duplo-Neuheiten sozusagen im März. Und das sind dann tatsächlich auch die ersten Sets, zu denen es bisher, glaube ich, auch noch keine Bilder gibt. Wir sehen hier, es gibt eine neue Polizeistation. Wir haben einen Arztbesuch, ja, irgendwie beim Kinderarzt dann wahrscheinlich. Ein Polizeimotorrad gibt es und passend dazu dann auch noch die Feuerwehr. Da haben wir hier oben einen Feuerwehrleiterwagen mit der Katze auf dem Baum. Wie sollte es anders sein? Und hier unten dann auch die Feuerwehrzentrale mit Push and Go. Was ist Push and Go? Ich nehme an, das könnte dasselbe Konzept sein wie bei den Stunts-Motorrädern, also mit diesem Schwungrad, dass man das dann einfach nach vorne macht und nicht zurückzieht, sondern einfach nach vorne schiebt. Ja, genau weiß ich leider nicht, was das bedeuten soll. Steht hier, glaube ich, auch nicht erklärt, aber immerhin haben wir Light and Sound oder Licht und Ton, wie es Lego hier im deutschen Katalog nennt. Dann gehen wir weiter. Und es geht weiter mit weiteren Duplo-Sets, aber das sind auch alles ältere Sets, deswegen werde ich da jetzt nicht großartig darauf eingehen. Oder, ja, sind alles ältere Sachen. Und dann geht es hier nochmal weiter mit der Duplo-Baustelle, auch das schon bekannte Sets. Und dann hier nochmal Eisenbahnen von Duplo. Ja, auch alles schon bekannt. Es geht immer weiter mit Duplo. Ich bin etwas fasziniert davon. Was haben wir hier? Ein Rummel von Duplo, unser Wohnhaus. Oh, hier geht es dann mal mit Spider-Man weiter und Jurassic World. Dazu wird es dann zu Jurassic World, gibt es, glaube ich, im April, wo die Welle rauskommt, gibt es dann auch nochmal ein neues Duplo-Set, irgendwie den Dinosaurier-Kindergarten oder so. Was da drin ist, weiß ich allerdings nicht. Was haben wir hier? Die Eiskönigin, einmal Elsas Eispalast und Elsa und Olafs Eiscafé, auch interessant, okay. Was haben wir hier drüben? Den Disney-Zug bzw. Mickeys und Minis Geburtstagszug. Und hier haben wir noch so ein halb neues Set, neu im Januar. Da gibt es natürlich dann auch schon Bilder. Also die Sets, die im Januar erscheinen, mit diesem Sticker hier praktisch, zu denen gibt es alles schon Bilder, die dann allerdings später im Jahr erscheinen, im März. Da hat Lego bisher noch keine Bilder veröffentlicht und da ist dieser Katalog tatsächlich dann auch die erste Quelle, wo die Bilder zu sehen sind.
So, dann kommen wir hier endlich mal zu den Sets für etwas größere Kinder, nämlich Lego Disney Mickey and Friends. Das sind allerdings auch 4-Plus-Sets und die sind auch schon bekannt. Hier haben wir dann noch ein paar Sets, die erst vor ein paar Tagen, ich glaube vor 2 oder 3, das erste Mal gezeigt wurden, nämlich Lego Marvel Spidey and His Amazing Friends oder wie es auf Deutsch heißt, Spidey und seine Superfreunde, glaube ich. Das sind auch 4-Plus-Sets und die basieren auf einer neuen Serie, wo irgendwie Spider-Man, glaube ich, noch mehr oder weniger ein Kind ist und dann eben mit Ghost Spider und Miles Morales gegen Doc Ock, Rhino und den Green Goblin kämpft. Ja, die Bilder gibt es allerdings auch schon. Wer sich das näher angucken möchte, kann das gerne auch auf unserem Blog machen. Da seht ihr die Bilder dann auch nochmal in besserer Qualität als hier im Katalog. Dann haben wir Lego Classic. Das sind die typischen Bausteinboxen. Und so wie ich das sehe, gibt es hier auch erstmal nichts Neues auf dieser Seite. Allerdings hier oben dann neu im März. Und da haben wir einmal kreativer Meeresspaß, kreative Monster und Bausteine und Funktionen. Und hier haben wir auch schon unser erstes kleines Wikingerschiff, wie ich in unserem Telegram-Chat erfahren habe. Das ist allerdings nicht das Wikingerschiff, was wir euch ja schon bei der Creator 3 in 1, das ist glaube ich Reihe, angekündigt haben. Also das wird dann tatsächlich noch ein größeres Schiff werden. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass die Bauplatten hier unten noch mit der alten Verpackung zu sehen sind. Und ich glaube auch mit dem alten Preis. Oder ist das schon der neue? Ich weiß es gar nicht. Die sollen ja jetzt im nächsten Jahr neu verpackt werden und zwar mit Papierverpackung. Aber so wie das ausschaut, sind das hier tatsächlich noch die alten Platten. Naja, vielleicht gibt es da irgendwie dann mal noch eine Neuauflage, wo, also eine Neuauflage vom Katalog, wo die dann zu sehen sind. Dann haben wir hier Disney Princess und auch hier 2 weitere Januar-Neuheiten. Annas Schlosshof und Elsas Schlosshof sind beides so 10-Euro-Sets mit ja, Anna und Elsa, den wahrscheinlich beliebtesten Disney-Prinzessinnen zurzeit. Hier drüben geht es dann weiter mit Disneys Encanto. Die Sets gibt es jetzt schon seit Dezember und basieren auch auf diesem neuen Film Encanto, eben der aktuell, glaube ich, auch gerade in den Kinos läuft. Da gibt es hier diese 2 Bücher, die aber irgendwie Zimmer darstellen in diesem Fall. Und eben das bunte Haus der Familie, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Müssen wir mal abwarten, ob da vielleicht irgendwann mal noch mehr dazu kommt. Dann haben wir hier noch ältere Disney Princess Sets. Und hier drüben habe ich aber gerade schon gesehen, ist auch wieder ein neues abgebildet, nämlich Jasmins und Mulans Abenteuer. Das ist irgendwie so ein, ja, Zusammenschmiss von 2 Disney-Prinzessinnen, einmal Mulan und einmal eben Jasmin aus Aladdin. Warum genau die jetzt hier zusammen in diesem Set sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier eine Tigerfigur, was ich sehr cool finde. Ich weiß gar nicht, ob es bei Lego schon einen erwachsenen Tiger gibt. Der ist auf jeden Fall hier aber drin. Und dann haben wir hier eben auch noch so ein Friends-Pferd. Und ja, ich meine, es ist selbst in der Verpackungsgrafik irgendwie so ein bisschen getrennt. Wir haben hier eben dieses ostasiatische von Mulan und dann eben dieses eher orientalische. Orientalische von Jasmin. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum diese beiden Prinzessinnen eben in einem Set zusammen auftauchen. Naja, kommen wir zu Friends. Und hier gibt es auch wieder jede Menge Neuheiten. Unter anderem dieses riesige Baumhaus hier, das Freundschaftsbaumhaus für 80 Euro. Das heißt, so riesig ist es wahrscheinlich gar nicht. Ich nehme an, das ist auf der Rückseite wieder offen. Ich habe mir ehrlich gesagt die offiziellen Bilder davon, die es übrigens natürlich auch schon gibt. Ihr wisst ja, die Januar-Neuheiten wurden größtenteils schon alle vorgestellt. Ich glaube sogar komplett vorgestellt. Ja, hier gibt es noch ein Lastenfahrrad, sehe ich gerade. Das ist cool. Ansonsten, das hier ist auch ein schönes Set. Das Hausboot nämlich. Und schwimmt das? Steht das hier irgendwo? Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde es schwimmen. Als wäre das hier ein riesiges Formteil unten.
Gefällt mir sehr gut eigentlich, muss ich sagen. Sieht sehr verspielt aus. Hier oben haben wir dann noch die Baum oder das Baumpflanzungsfahrzeug. Okay. Kann man Bäume pflanzen, offenbar. Weiter geht's dann mit dem hier und das ist, glaube ich, für viele Städtebauer könnte das auch interessant sein, nämlich der Wohnkomplex. Und ihr seht es hier, das Ganze ist modular aufgebaut. Das sind eigentlich mehr oder weniger drei Häuser, auch mit drei Etagen, beziehungsweise das andere hier an der Ecke hat nur zwei. Und die könnt ihr dann alle auseinandernehmen und auch nach Belieben dann wahrscheinlich wieder hin und her stapeln. Also auch hier cooles Konzept, wie ich finde. Was haben wir dann hier drüben noch? Den Street Food Markt. Und das sind aber, das hier ist im März. Das heißt, das hier könnte tatsächlich auch das erste Bild davon sein. Ferienhaus am Strand, nämlich. Das sieht so aus. Und erinnert tatsächlich ein bisschen an dieses Größere hier. Also sieht irgendwie aus, als hätten sie da die Reststeine noch zusammengekehrt und das Ganze dann eben an den Strand versetzt. Aber okay, hier drüben haben wir dann noch Glamping am Strand, also Glamour Camping. Camping auf schön gemacht ist ja auch gerade aktuell sehr angesagt. Dann geht es hier drüben weiter mit, was haben wir hier? Dem Tierspielplatz und die Tiertagesstätte. Das sind auch neue Sets im März, wenn ich das richtig sehe. Auch cool gemacht mit diesen zwei Rutschen. Sicherlich auch schön zum Spielen. Dann hier unten auch nochmal zwei Rutschen an diesem Spielplatz, beziehungsweise eine Rutsche. Das andere scheint irgendwie so die Leiter zu sein, wo man dann eben auf den Turm hochkommt. Dann haben wir hier auch nochmal zwei neue März-Neuheiten, nämlich den Tierrettungswagen und die Tier- oder das Tier-Adoptionscafé. Okay, es wird irgendwie immer absurder, wie diese Sets heißen. Das Tier-Adoptionscafé mit einer Katze und einem Hund hier unten drin. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass hier oben diese Figuren auf dem Dach, das werden höchstwahrscheinlich wieder Sticker sein auf so einer 3x. Ist das 3x3 oder 2x2? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass das Sticker sein werden. Das sind sicherlich keine bedruckten Teile. Was haben wir hier oben noch? Die Tierklinik. Das ist allerdings wieder dann ein Januar-Set. Und es geht immer noch weiter mit Friends. Jetzt kommen die älteren Sets, nämlich einmal der Rummel. Den gibt es aber allerdings, glaube ich, auch schon seit Januar 2021. Das heißt, hier brauchen wir nicht allzu viel Zeit damit verbringen. Dann haben wir hier das große Hotel für 100 €. Das gibt es auch schon. Was ich wirklich hier cool finde an diesem Set, um darauf noch mal kurz einzugehen, ist, dass ihr seht es hier vielleicht, Herbstzubehör enthalten und Winterzubehör enthalten. Das heißt, so ähnlich wie beim Ideas Baumhaus, wo ja auch eine doppelte Blätterausstattung einmal mit Gelb und einmal Grün drin ist, könnt ihr hier eben auch umdekorieren. Je nach Jahreszeit finde ich sehr cool. Dann haben wir hier das Kaufhaus, das kennen wir auch schon. Was haben wir hier noch? Das Heart Lake City Bio Café. Es ist eine extrem große Auswahl an Friends-Sets, oder? Fällt mir so gerade auf. Also, das sind normalerweise die Seiten, die ich eigentlich immer überspringe, weil ich Friends eben nicht sammle. Aber das, wie viele Seiten mögen das sein? Das sind bestimmt irgendwie 10 Doppelseiten. Also ziemlich große Auswahl. Andreas Haus haben wir hier noch, die Heart Lake City Schule. Was haben wir da? Irgendwie Baumhaus im Wald und Reiterhof im Wald. Okay, das sind allerdings auch schon alles ältere Sets. Dann haben wir hier einmal ein bisschen Werbung. Werde Teil von Lego Live. Okay, was auch immer das sein mag, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich wieder irgend so eine Spielplattform für Kinder. Sieht doch sehr kindlich aus, ja. Dann haben wir hier allerdings neue Sets von Lego Dots. Und auch das sind wieder März-Neuheiten. Das heißt, auch das wieder die ersten Bilder dazu. Einmal das große Message Board für 40 € und das Ergänzungsset XXL mit Botschaften, okay. Taschenanhänger, Kreativset und Message Board in Normal, okay. Das kostet dann allerdings auch nur 20 €.
Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass sich Dots so lange hält. Das war ja auch so eine Serie, die eigentlich direkt bei ihrer Geburt totgesagt wurde. Aber offenbar verkauft sie sich dennoch ganz gut, weil sonst hätte Lego die höchstwahrscheinlich, wie wir es ja bei Video gesehen haben, schnell wieder eingestellt oder pausiert, wie es offiziell heißt. Ja, die Idee mit dem Message Board finde ich eigentlich ganz cool, wobei, naja, dann ist halt immer die Frage, will man dann mit diesen 1x1-Fliesen seine Nachrichten darauf schreiben? Naja, aber irgendwer wird es sicherlich schon kaufen. Dann geht es hier weiter mit den älteren Dots-Sets, so wie es aussieht. Auf dieser Seite, auf der hier drüben, sind dann allerdings wieder die Januar-Neuheiten abgebildet, nämlich Candy, Kitty, Armband und Taschenanhänger. Dann haben wir hier noch Gaming-Armband und Ozean-Armband. Das hier drüben sieht ganz witzig aus, ein Bananenstiftehalter, der hier unten so ein bisschen, ja, praktisch schon die Banane abgeschält ist. Finde ich lustig. Ich finde auch das Gesicht lustig. Also das spricht mich tatsächlich an. Nur 20 € finde ich ein bisschen viel dafür. Was haben wir hier? Neues Set schon bald erhältlich im März. Okay. Ergänzungsset Emojis. Also verstehe ich nicht. Hier machen Sie Werbung auf dieser Seite mit neue Sets, sind schon im März erhältlich und dann sieht man die aber hier drüben oder okay. Vielleicht kommen da auch noch mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht die ganzen Dots-Sets im Kopf. Dann kommen wir hier aber zu einem, naja, spannenderen Thema, nämlich Lego Creator 3 in 1 ist das, glaube ich, von Lego nur Creator genannt. Das sind die älteren Sets. Das hier sind die neuen, die dann auch wieder im März erscheinen werden. Da haben wir hier einmal den Überschall-Jet für 20 € und der lässt sich dann in ein Speedboot und einen Helikopter verwandeln. Und wie ich das hier gerade sehe, steht hier Ständer liegt bei. Also tatsächlich scheint sich das dann, auch wenn es mit 7 Plus markiert ist, vielleicht irgendwie auch an ein bisschen ältere Kinder zu richten. Bin mir nicht sicher, bei den beiden wird man dann wahrscheinlich keinen Ständer haben, oder? Bei dem Speedboot würde sich das höchstwahrscheinlich nicht anbieten, bei dem Helikopter vielleicht. Ich sehe jetzt auch gerade nicht, wo diese Teile verbaut sein könnten vom Ständer. Naja, lassen wir uns überraschen. Hier unten haben wir dann noch einen Straßenflitzer, der wie immer in einen Hot Rod und einen Formel-1-Wagen umgebaut werden kann. Und dann hier noch einen Geländebuggy für 15 € und was genau soll das sein? Irgendwie ein Frontlader oder so und ein Quad lässt sich daraus hier nachbauen. Dann haben wir, Moment, so, hier wieder ältere Sets und zwar das Piratenschiff und hier ist mir das erste Mal die Preiserhöhung aufgefallen. Das Schiff kostete ja bisher 100 €, jetzt sehen wir es hier 120. Also ich hoffe, ihr habt das alle schon gekauft. Das war ja durchaus auch mal für, ich glaube, 60 € im Angebot, was dann bei einem Preis von jetzt neu 120 € auch 50% Rabatt wären. Dann geht es hier drüben weiter mit weiteren älteren Sets. Die kennen wir auch schon alle. Die kennen wir auch schon. Löwe, Dino, Hai und irgend so ein Mars-Roboter. Weltraum-Mech heißt der. Dann haben wir hier den großen majestätischen Tiger. Das ist das einzige Lego Creator Set, was jetzt schon im Januar erscheinen wird. Und das ja auch mehr oder weniger so zu einem Meme geworden ist, weil er eben unter dem Schwanz ein Popoloch hat in Form einer rosa Blüte, was glaube ich auch außerhalb der Lego-Szene irgendwie für Aufsehen gesorgt hat. Daraus können wir dann auf jeden Fall noch einen Koi bauen und einen kleinen roten Panda. Und dann haben wir hier unten noch drei weitere Sets, die dann neu im März erscheinen werden, nämlich einmal den Delfin mit Schildkröte. Wir haben die Waldfabelwesen. Das hatte ich ja in meiner Vorschau schon gesagt, dass das irgendwie nicht so wirklich Fabelwesen sind, weil es einfach eine violette Eule ist und ein Igel. Also unter Waldfabelwesen stelle ich mir irgendwie was anderes vor. Und dann haben wir das Set hier, was ich eigentlich auch sehr interessant finde, den Super Mac für 10 €, der mehr oder weniger,
Ja, auch wie so eine Mischung aus Transformers und Power Rangers Roboter aussieht. Und der lässt sich dann hier in einen Drachen und glaube ich auch nochmal in einen Jet umbauen. So, dann schauen wir weiter. Dann haben wir hier ein großes Bild der neuen Lego-Minifiguren-Sammelserie im Januar. Da wurden ja gestern auch die ersten offiziellen Bilder im Lego-Online-Shop gelistet. Meiner Meinung nach ist das eine ziemlich schwache Serie. Und ich habe viele Kommentare bekommen, dass es doch einige Leute gibt, die die eigentlich ganz gut finden. Das freut mich natürlich. Für mich gibt es hier nicht so wirklich ein Highlight. Und weil da beim letzten Mal Fragen aufkamen, was ich denn damit meine. Damit meine ich einfach eine Figur, die komplett so cool ist, dass mir einfach alles daran gefällt. Das Einzige, was da irgendwie so drankommt, ist vielleicht hier der Schneekrieger, der laut Lego Schneewächter heißt. Aber ja, so ganz vom Hocker haut mich die Figur eben auch nicht und die anderen erst recht nicht. Übrigens, Benennung der Figuren, da hat Lego irgendwie was im Online-Shop komisch gemacht. Also das hier hatten wir ja vorher, bevor es Bilder gab, als Mädchen mit Fohlen betitelt und das ist laut Lego ein Stallbursche und diese Mondkriegerin oder Fantasykriegerin, wie auch immer man sie nennen möchte, ist ein Nachtwächter laut Lego. Also fragt mich bitte nicht, wie die auf die Namen gekommen sind. Ich glaube, die haben einfach die englischen Namen in Google Translator eingetippt. Und das dann eben einfach so übernommen. Dann haben wir hier die Minions. Die Sets gibt es, glaube ich, schon seit 2020. Aber der Film ist immer noch nicht draußen. Der kommt jetzt, glaube ich, 2022. Wurde um 2 Jahre verschoben. Bleibt dann auch spannend zu sehen, ob es dann die Lego-Sets überhaupt noch gibt oder ob die dann schon vom Markt genommen wurden. Dann geht es hier weiter mit Super Mario und ich glaube, da müssen wir uns auch nicht lange damit aufhalten. Das ist ja auch schon alles bekannt. Diese Luigi's Mansion-Sets wurden ja zu Halloween schon enthüllt. 3 Stück gibt es hier. Luigi's Mansion, gruseliges Versteckspiel, dann Labor- und Schreckweg und eben den Eingang zur Mansion. Und dann gibt es allerdings auch noch andere Sets, nämlich, ich glaube, irgendwie hier so mit Strandthema. Doris Strandgrundstück, Maxi Igloos Strandausflug. Und dann haben wir hier drüben noch Bowser Juniors Clownkutsche. Okay, ich kann nach wie vor auch mit diesen Sets nicht wirklich was anfangen. Das hier ist die neue Serie, die ist ja auch relativ beliebt, kommt im Januar raus. Die Mario Charakterserie 4. Fragt mich allerdings bitte nicht, was das für Charaktere sind. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Ja, so sehen sie aus. Dann schauen wir weiter. Das hier sind auch ältere Sets. Geht immer noch weiter mit Super Mario. Okay, kennen wir auch alle schon. Und dann kommen wir jetzt hier zu einem. Ja, wieder einem Thema, wo es unzählige viele Neuheiten geben wird, nämlich Lego City. Und ihr seht auch das Thema der neuen Straßenplatten, beziehungsweise bei Lego wird es, glaube ich, Lego My City genannt, wird fortgeführt. Nämlich, das ist ein älteres Set, das ist ein älteres Set. Das hier ist allerdings neu: Schule mit Schulbus. Und ich glaube, eine Schule gab es bei Lego City ja auch noch nie, ne? Das wird eins dieser neuen My City Sets werden, auch mit einem Bus mit dabei. Und auch hier gab es schon wieder sehr viel Kritik an diesem Set, die ich wirklich auch nachvollziehen kann, weil dieses Schulgebäude ist halt echt ein Witz. Das ist hinten wieder offen. Ich glaube irgendwie 4 Noppen tief oder so. Und wenn man durch die Tür hier unten geht, dann steht man direkt im ersten Klassenzimmer. Es gibt auch keine Treppe nach oben oder so. Ja, also und das Ganze dann für 60 €. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, mit dem Thema Schule könnte im Sommer noch ein anderes Set kommen, was vielleicht dann auch besser wäre. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das überhaupt aussehen soll. Dann haben wir hier unten noch neu die Rettungsschwimmerstation, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, für 30 € auch so ein kleines Set mit einer kleinen Straßenplatte dabei. Und dann haben wir hier mal wieder ein neues Krankenhaus für 100 €. Und
Ich glaube, dieses Gelb hier von den ganzen Rettungskräften, da kommt gleich auch noch die Feuerwehr, das ist dieses neue Gelb, dieses neue Neon-Gelb-Grün oder wie auch immer man diese Farbe genannt hat. Ja, das ist das typische Krankenhaus, hatte ich ja in der Vorschau auch schon beschrieben, mit eben dieser L-Form, mit dieser, ja, Brücke über die Straße sozusagen. Helikopter haben wir auch noch dabei. Glaube ich, ein ganz cooles Set, wenn es dann irgendwie im Angebot für 70 oder vielleicht auch 60 € zu erhalten ist. Dann haben wir hier drüben den großen Banküberfall mit Verfolgungsjagd. Und auch hier haben wir wieder so eine Straßenplatte dabei. Das Ganze kostet auch wieder 100 € so sozusagen das Gegenstück zum Krankenhaus. Eine Drohne haben wir hier noch dabei und eben dieser Laster, der da eben die Wand rauszieht aus der Bank. Auch eine sehr schöne Spielfunktion. Dann haben wir hier Polizeihubschrauber, typisches 4-Plus-Set, ziemlich viele große Teile, beziehungsweise eigentlich ziemlich wenige große Teile. 10 € das Ganze. Dann geht es hier weiter: Verfolgungsjagd mit dem Polizeihubschrauber. Da bin ich mir nicht sicher, ist das ein neues Set überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Das hier drüben sind aber neue Sets. Hier steht ja alles neu im Januar. Da haben wir hier oben ein neues Polizeiauto für 10 €. Dann haben wir hier die Eiswagen-Verfolgungsjagd, wo hier tatsächlich auch zwei Leute, Moment, hier kann man es vielleicht noch besser sehen, als Eistüten verkleidet sind. Einmal Kaugummi-Geschmack und einmal irgendwie Himmelblau oder so. Dann haben wir die mobile Polizeieinsatzzentrale und die sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, als wir die damals beschrieben hatten. Da hat Lego offenbar in der Entwicklung des Sets noch einiges umgeändert. Ich glaube, war das nicht irgendwie so ein Getränkewagen, der hier eigentlich da drin dabei sein sollte? Jetzt hat man sich dafür entschieden, dass hier so ein kleiner Gartentraktor dabei ist, der eben Eier verschießt. Und dann gibt es hier tatsächlich auch dieses neue Teil, das irgendwie wie so ein, ja, wie so ein aufgesprungenes Ei aussieht. Beziehungsweise wird das wahrscheinlich auch irgendwie in anderen Sets dann als Spiegelei verwendet werden. Ja. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Ich mag dieses Konzept von diesen Pickup-Trucks nicht, die dann so riesige Hänger ziehen. Da wäre mir eine normale Zugmaschine lieber gewesen. Dann haben wir hier unten die normale Polizeistation, die dann im Gegensatz zum Krankenhaus und zum Banküberfall kostet die hier nur 60 € und nicht 100 €. Und das finde ich ehrlich gesagt auch irgendwie ein bisschen schade, weil dadurch ist das Ganze auch sehr, sehr klein. Ich glaube, es gibt nicht mal so ein richtiges Gefängnis, oder? Weil hier sind irgendwie hinten offen. Also, wie soll man denn da die Verbrecher wegsperren? Da steige ich nicht irgendwie so ganz durch. Dann haben wir hier allerdings noch einen Müllwagen, der sieht auch ganz nett aus. Hubschrauber ist noch dabei, so ein kleines Auto. Ja, man merkt eben, dass hier irgendwie für 60 € nicht so wirklich viel drin war. Ich glaube, irgendwie 10 € sind alleine schon immer dadurch verbucht, dass hier so eine Straßenplatte mit dabei ist. Ja. Bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Dann haben wir hier Lego City Feuerwehr und das sind tatsächlich auch wieder die älteren Sets. Allerdings gibt es dann hier auch nochmal Verstärkung, nämlich mit dem Feuerwehreinsatz mit Löschtruppe. Und das hier ist diese Fischkonservenfabrik, die ich euch ja schon mal beschrieben hatte, die hier irgendwie brennt. Dann haben wir hier daneben noch irgendwie so ein ja, Siloturm bzw. Beziehungsweise steht Top Secret Sauce. Also hier wird irgendwie die Soße dann für die Fischkonserven gelagert. Sprungtuch ist hier dabei, beziehungsweise Sprungnetz. Katze, eigentlich war hier nicht eigentlich ein Baum dabei? Okay, den Baum haben sie offenbar auch gestrichen. Dafür gibt es aber ein Motorrad, dann eben hier diesen Leiterwagen, der hinten irgendwie noch so einen Anhänger dran hat, warum auch immer. Auch hier wieder eine Straßenplatte, einen kleinen Container gibt es und ein Feuerwehr-Pkw.
Dann haben wir das hier noch, auch wieder so ein kleines 4-Plus-Set für 10 €, den Feuerwehrhubschrauber. Das hier ist so ein ja, Doppelset aus Polizei und Feuerwehr, der Löscheinsatz und Verfolgungsjagd. Da wird nämlich der Gangster hier oder die Gangsterin, es ist offenbar mit grünen Haaren, von der Polizei gejagt, crasht dann gegen dieses ja, Trafo-Häuschen oder was auch immer sein mag. Und das muss dann die Feuerwehr löschen, die irgendwie auch eine Drohne dabei hat. Okay. Und dann haben wir hier drüben noch die Feuerwache, wo es sich auch um ein neues Set handelt, glaube ich. Ja, kostet 60 € und ihr seht es, auch die ist wieder sehr, sehr klein ausgefallen. Und ne, hier ist der Brumm dabei, wo ich dachte, der wäre hier unten, aber der scheint hier dabei zu sein, wo auch die Feuerwehrdame dann dort wieder eine Katze vom Baum retten kann. Ja, sehr kleines Set, wie ich finde. Allerdings auch hier wieder so eine Straßenplatte dabei. So, dann machen wir weiter. Und wir sind noch nicht durch mit den City-Neuheiten. Dann haben wir hier erstmal eine Seite mit sehr vielen älteren Sets, außer dem hier offenbar, dem Stuntflugzeug, neu im Januar. Ich weiß gar nicht, ist das Rennauto auch neu im Januar? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das hier ist allerdings alles neu im Januar. So ein kleines Revival der Baustelle sozusagen. Der Geländekran für 40 €, der war ja auch schon vorne auf dem Titelblatt. Und hier haben wir auch wieder so ein kleines Straßenelement dabei. Was ich aber irgendwie ziemlich komisch finde. Also, wieso hebt der Geländekran so eine Straßenplatte aus der Straße raus? Also, weiß ja nicht, da hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht. Vielleicht irgendwie so ein angedeutetes Haus oder so. Macht für mich irgendwie nicht so wirklich Sinn, so Straßenplatten rauszuziehen mit einem Kran. Dann haben wir hier einen kleinen Betonmischer, das ist allerdings auch nur ein 4-Plus-Set. Und dann haben wir einen Hubschrauber-Transporter. Und das ist meiner Meinung nach, so, das ist meiner Meinung nach auch wieder ein Hubschrauber vom Krankenhaus. Also das würde sich ja auch anbieten, eben mit dem Hubschrauber das Krankenhausset zu ergänzen, falls ihr das denn kaufen wollt. Und wo wir hier gerade City Stunts sehen, da fehlen ja immer noch 3 oder 4 Motorräder, die noch gar nicht veröffentlicht wurden. Ich glaube, die sollten jetzt auch im Januar kommen. Da gab es ja irgendwie auch Schwierigkeiten, ich weiß nicht, in der Produktion oder sowas. Ja, das wird hier aber nicht gesondert beworben irgendwie. Okay. Dann haben wir hier nochmal Werbung für. Ach so, das ist nur so ein Einleger. Das Magazin, das Lego Live Magazin. Okay. Ja, ist nicht weiter spannend. Ja, genau, hier sind die Motorräder, die ich meinte. Und es müssen Produktionsschwierigkeiten sein, weil mir fällt gerade ein, ich glaube, alle 6 oder zumindest 5 gab es immer in diesen neu eröffneten Stores in Dresden, in Bonn und in Berlin dann sicherlich auch. Also da waren die 6 Motorräder alle vorhanden, nur eben nicht im, ja, im breiten Handel verfügbar. Ja, schauen wir mal, ob die dann irgendwie 2022 dann auch noch im normalen Handel erscheinen werden. So, und dann haben wir hier neu im März. Davon wurden ja auch schon 2 Sets vorgestellt, nämlich das hier einmal, die Weltraum- bzw. Mondforschungsbasis für 100 €. Und dieses neue Lego-Weltraum-Thema basiert, ihr seht es hier unten, angelehnt an das Mondbasiskonzept aus dem Artemis-Programm der NASA. Moment, ich halte es mal so ein bisschen näher an die Kamera. Also das basiert alles, beziehungsweise ist angelehnt an echte Raummissionen, die noch kommen sollen, glaube ich. Ja, macht Sinn, weil der Mond wurde noch nicht besiedelt vom Menschen. Ja, aber das ist eben so, wie es mal sein könnte. Da haben wir hier so eine schöne Mondbasis. Das sieht man hier gerade nicht so gut. Diese Kuppel darunter ist, sind die Schlaf- und Essensplätze der Astronauten. Da gibt es aber allerdings auch schon eben die offiziellen Bilder. Das sieht wirklich sehr cool aus. Wir haben hier so kleine Fahrzeuge dabei, dann so eine Flugdrohne mit Greifhaken, wo man dann eben diesen Stein irgendwie auch rausziehen kann. Das ist übrigens auch ein neues Element. Sonst war der ja immer ja eigentlich ganz flach. Hier sind jetzt so ein bisschen
ja, wie nennt man es, Einkerbungen zu sehen, sage ich mal, dass es sich so ein bisschen eben natürlicher anfühlt bzw. aussieht. Hier hinten haben wir dann noch eine Rakete und da die Erde, die ist im Set leider nicht enthalten. So, dann haben wir noch zwei weitere Sets, die erscheinen im freien Handel. Dazu gab es allerdings noch keine Bilder. Dann gibt es wiederum ein viertes Set, das ist, glaube ich, die Erdbasis, so wo die Raketenbasis, wo die eben hochschießen. Das ist, glaube ich, wenn das hier nicht im Katalog drin ist, ja genau, das ist dann für 130 oder 140 €, ich weiß es gar nicht, ein Lego-exklusives Set, was nicht im freien Handel erscheinen wird, beziehungsweise dann höchstwahrscheinlich nur im Fachhandel. Ja, aber zu diesen beiden Sets hier gab es bisher noch keine Bilder. Das sind die kleineren. Da haben wir einmal den Mond Rover für 30 €. Hier sieht man dann auch mal, was in diesem Stein drinne sein könnte, nämlich irgendwelche Kristalle oder sowas. Sieht auch ganz interessant aus. Und wenn ich mich recht entsinne, kann man den, glaube ich, auch irgendwie an diese Basis andocken oder irgend sowas. Und dann haben wir hier noch die Mondraumstation. Wahrscheinlich dann, bevor der Mond besiedelt wurde, erstmal eine Raumstation aufgebaut. Hier mit diesen kleinen Solarflügeln, die mich ein bisschen an die ISS erinnern. Und hier dann auch nochmal so ein kleines Raumschiff mit dabei. Alles in allem wirklich eine coole Serie, wie ich finde. Bin gespannt, wie die ankommen wird. Dann geht es hier weiter mit Lego City Wildlife. Gibt es leider keine neuen Sets dazu. Irgendwie verständlich, sie wollen erstmal die älteren verkaufen. Aber ich glaube, im Sommer sieht es mit neuen Wildlife-Sets auch schlecht aus. Dann haben wir hier die beiden Züge und ein Flugzeug. Bei den Zügen sieht es vielleicht ganz gut aus im Sommer, aber da schauen wir uns nochmal zu einem späteren Zeitpunkt an, was es dazu gibt. Und dann sind wir hier auch schon bei den Superhelden, nämlich einmal Batman, den Tumbler, für mich wirklich eins der besten Sets dieses Jahres 2021. Ich war super überrascht, wie cool dieses kleine Batmobil doch ist. Könnt ihr euch gerne nochmal das Review dazu angucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das Set kennen wir auch schon. Und dieses Set hier zum neuen Film The Batman mit Robert Pattinson, der dann im März, glaube ich, erscheinen wird. Die Sets erscheinen bei uns erst im Januar. In den USA und Kanada gibt es die schon seit November, glaube ich. Deshalb wurden die auch schon im Oktober vorgestellt. Das heißt, auch das hier sind eigentlich keine neuen Bilder mehr. Ich habe mir die drei auch schon vorbestellt und bin eigentlich guter Dinge, dass das auch gute Sets werden. So, dann haben wir hier die älteren Infinity Saga Sets von Marvel, die wir ja auch schon aus dem Sommer kennen. Das hier ist ein neues Set, nämlich Iron Man Figur heißt das. Für 40 € kriegen wir hier so eine Action Iron Man Figur. Ich glaube, das ist die Rüstung aus Age of Ultron, wenn ich mich nicht irre. Und in der Mitte hier, wo der Arc-Reaktor sitzt, haben wir hier so einen Leuchtstein eben drin. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie gefallen tut sie mir nicht so wirklich optisch. 40 € ist auch wieder so ein ziemlich hoher Preis. Ist allerdings auch dann eines der zwei Sets, die im Januar erscheinen werden. Denn hier haben wir die Eternals, die Sets gibt es ja jetzt auch schon. Diese drei hier wurden ja für Januar angekündigt. Die drei neuen Max, Iron Man, Black Panther und Wolverine. Auch mit der ersten Wolverine-Figur seit irgendwie, weiß ich nicht, über 5 Jahren oder so. Allerdings wurde da jetzt von Lego veröffentlicht, dass diese Sets noch zurückgehalten werden, weil es wohl irgendwie Stabilitätsprobleme gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Oder allgemein Qualitätsprobleme. Aber was man so gehört hat, liegt es wohl an der Stabilität irgendwie der Gelenke, dass die nach einer gewissen Zeit nicht mehr ganz so festhalten und die Dinger dann eben zusammenfallen. Mal sehen, ob wir die dann tatsächlich irgendwann noch im Handel sehen werden, überarbeitet. Oder ob die dann einfach komplett eingestellt werden, wäre echt schade drum um die Wolverine-Figur, weil die hätte ich gerne. So, dann haben wir hier noch Werbung für Doctor Strange. Tritt ein ins Multiversum. Der nächste Doctor Strange-Film wird ja sein Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Und dazu wurde das Set, was hier dazu erscheinen soll, eigentlich auch schon enthüllt, nämlich Dr. Strange gegen irgend so ein Krakenmonster, so ein grünes, das dann auch schon im Januar erscheinen wird. Also warum man das hier nicht abgebildet hat, keine Ahnung. Zu Thor Love and Thunder, also Thor 4, gibt es allerdings noch keine Bilder. Das Warten ist fast vorbei. Neue Sets ab Mai erhältlich. Da bin ich mal gespannt, was sie dazu machen werden. Ich nehme an, eine bestimmte Figur, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, weil sicherlich noch nicht jeder weiß, wird er auf jeden Fall mit da drin sein. Ja, ich bleibe gespannt, was es dann damit auf sich haben wird. Leider sehen wir es ja hier noch nicht. Dann haben wir den Tony Stark Sakaarischen Iron Man. Für 35 Euro habe ich auch schon, ja, gekauft sogar, also auch kein neues Set. Den gab es ja jetzt vor ein paar Wochen für 8 Euro bei Amazon. Also da, wer den haben wollte, hat er sicherlich schon zugeschlagen. Spider-Man gibt es auch schon seit längerer Zeit. Da kommt ja jetzt diese Woche der neue Film raus. Bin ich auch schon sehr gespannt. Und ich glaube, ich bin nicht zu spoilerig, wenn ich sage, dass die Sets nicht unbedingt was mit dem Film zu tun haben werden. Wobei das hier basiert ja auf Spider-Man 2 und das hier sogar auf dem ersten Teil. Und ja, keine Ahnung, warum man das so gemacht hat. Wahrscheinlich eben aus Spoilergründen, weil man kein Material von Disney bekommen hat, hat man sich dann eben entschieden, hier nochmal so praktisch zwei Neuauflagen zu älteren Filmen zu machen. Wobei diese Drohne hier natürlich auch Quatsch ist, weil die in dem Film eben gar nicht vorkam. Dann haben wir hier die Spider-Man-Höhle sozusagen, Spider-Mans Versteck. Auch ein älteres Set kennen wir schon. Jurassic World kennen wir auch schon. Da sehen wir hier, neue Sets sind im April 2022 erhältlich. Ich glaube, Jurassic World Dominion, der dritte und abschließende Teil dann, der kommt ja im Juni raus, also gut 2 Monate nach den Sets. Die Sets sind eigentlich auch schon fertig, denn der Film und die Sets sollten ja jetzt schon 2021 rauskommen. Alles wurde dann allerdings nochmal um ein Jahr verschoben. Ich glaube, es sind auch gar nicht so wenige, so um die 10 Sets, die wir da nochmal kriegen. Bin ich gespannt, ob die alle nur auf Jurassic World Dominion basieren werden oder ob sie vielleicht auch auf den anderen beiden Jurassic World Filmen basieren, ob wir vielleicht nochmal was zu Jurassic Park bekommen oder ob es dann auch nochmal Sets zu Jurassic World Camp Cretaceous, dieser Netflix-Serie, die eigentlich sehr gut ist, jetzt in der 4. Staffel aber extrem abgenommen hat, meiner Meinung nach. Ich gucke die gerade sogar. Bleibt spannend, was wir da für Sets bekommen. Ich bin für alles offen, was Lego uns zum Thema Jurassic Park zu bieten hat. Dann sehen wir hier die neuen Ninjago Spinner, auch neu im März. Einmal Kai, dann haben wir Lloyd und Jay. Alle kosten 10 Euro. Ja, es sind halt solche Starter-Sets, glaube ich, auch nicht weiter spannend. Die Figuren sind, glaube ich, allerdings alle neu, wer sich dafür interessiert. Und dann haben wir hier die Januar-Neuheiten. Die haben wir auch schon zu Genüge vorgestellt. Da haben wir hier Lloyds Rennwagen, Jays Donnerdrache, eben diese Evo-Sets oder Evolution, wo niemand so wirklich so genau weiß, was das irgendwie sein soll. Also es sind irgendwie Neuauflagen älterer Sets, aber in kleiner und schlechter, allerdings auch günstiger. Aber mit neuen Feinden. Also keine Ahnung, was das irgendwie zu bedeuten hat. Dann haben wir hier noch den Feuerdrachen von Kai, den es gerade auch noch im Handel in einer viel cooleren Version gibt. Dann haben wir einmal Lloyds Mac und Jay, nicht Jay, sondern Zanes Mac. Den gibt es ja auch gerade in dieser größeren Version, ich glaube für 70 Euro oder so, hier eben für 10. Sind halt so Einsteigerprodukte, die allerdings wirklich nicht schön aussehen, Lego. Also keine Ahnung, was das soll. Das hier sind dann die neuen, also beziehungsweise wirklich neuen Sachen, keine Neuauflagen. Haben wir hier einmal den Ninja Dojo Tempel. Der erscheint im Januar und dazu dann als passende Erweiterung das Ninja Trainingszentrum. Und wenn ich mich nicht irre, kann man den bzw. das Trainingszentrum, ihr seht es, hier sind solche Technik-Pins,
dort angebracht, wo man eben diese einzelnen Module untereinander verbinden kann. Allerdings sind hier auch nochmal solche Technik-Pin-Aufnahmen drin. Und ich glaube, das kann man dann irgendwie auch zusammenstecken. Der Codename dazu war ja auch, wo dann auch große Verwirrung im Sommer aufkam, dass das irgendwie Modular-Sets sein sollen. Ninjago Modular, wo dann jeder dachte, es gibt noch ein weiteres Ninjago City-Set. Und dann sind es eben diese beiden geworden, aber die sind eben untereinander modular, so wie ich das verstehe. Dann haben wir hier drüben den großen Power Ranger Mac bzw. den Ultra Kombi Ninja Mac. Und ihr seht es hier unten, das sind eben vier Fahrzeuge der Ninjas, die sich dann zu diesem großen Mac zusammensetzen lassen. Und den grünen Drachen von Lloyd gibt es hier auch noch neu im Januar. So, dann haben wir hier die älteren Sets. Das hier ist der Mac von Zane, den ich gerade angesprochen habe. Das ist der coolere Drache von Kai, den ich angesprochen habe. Also, es erschließt sich mir nicht wirklich, warum man diese komischen, hässlichen, ja, sind für Einsteiger und billiger, aber ach, ich weiß nicht. Gerade auch, wenn das Sets sind, die es ja aktuell noch im Handel gibt. Nee, erschließt sich mir irgendwie nicht. Dann haben wir hier die Unterwasserwelt, die ja auch sehr gut ankam. Gerade dieser Wassersegler hier wurde sehr gut aufgenommen, hatte ich so das Gefühl. Den Wasserdrachen finde ich auch sehr schön. Hier ist nur wieder das Problem, dass, glaube ich, der Schwanz so hin und her wackelt. Das mag ich ja nicht. Ich mag das lieber, wenn da diese Kugelgelenke drin sind und man das persönlich individuell positionieren kann. Hier haben wir die Dschungelwelt, wo es ja nicht allzu viele Sets gab, kam, glaube ich, allerdings auch recht gut an. Und dann sind wir hier schon bei den Speed Champions angelangt. Und hier sehen wir auch keine neuen Sets. Allerdings hier wieder der Hinweis, neue Sets sind schon bald erhältlich, nämlich im März. Und dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, welche Sets wir da erwarten können. Unter anderem einen Lamborghini Countach, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Den wird es da geben in Weiß und noch irgendwelche anderen Sachen, die ich mittlerweile schon wieder vergessen habe. Allerdings im März. Keine Ahnung, warum man die jetzt hier unbedingt ausgerechnet ausgelassen hat, während man die anderen März-Sets zeigt. Erschließt sich mir nicht ganz. Hier haben wir dann wieder Sets, die im März erscheinen werden, nämlich Harry Potter. Unter anderem zwei neue Bücher, nämlich Hogwarts Moment Wahrsageunterricht mit Professor Trelawney, Harry Potter und Parvati Patil. Finde ich sehr cool. Ist, glaube ich, auch eine andere Figur, als wir die in der Sammelfigurenserie hatten. Und dann haben wir hier drüben den Verteidigungsunterricht bzw. Verteidigung gegen die dunklen Künste Unterricht mit Professor Moody. Und hier kann ich leider nicht so nah ran, ohne dass es unscharf wird. Da haben wir dann allerdings welche Charaktere dabei? Professor Moody, Neville Longbottom und Hermine Granger. Und was ich glaube, Falcon-Fan auf Instagram hatte das zuerst gepostet. Hier ist diese Truhe, wo Professor Moody ja während des Films eigentlich gefangen gehalten wird. Und hier befindet sich dann auch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, so eine kleine Mikrofigur von Professor Moody drin. Wirklich ein sehr schönes Detail, wie ich finde. Das wird auf jeden Fall ein Set sein, was ich mir holen werde, denn Professor Moody ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingscharaktere und ich habe es damals leider verpasst, die Figur aus der Sammelserie zu holen und ich glaube, das dürfte die gleiche sein. Hat dann sicherlich auch noch ein Wendegesicht. Hier haben wir den Koffer, dieses Individualisierungsset, das wurde ja auch schon vorgestellt, erscheint allerdings auch erst im März für 60 Euro. Kurzum, ihr habt hier sehr viele Figurenteile drinne, wo ihr dann eure eigenen Schüler bauen könnt. Ihr könnt die Außenseite des Koffers in den Farben eures Hauses gestalten und im Inneren könnt ihr dann auch einige Szenen nachspielen. Irgendwie die große Halle, die Zeremonie mit dem sprechenden Hut oder auch die einzelnen Gemeinschaftsräume der verschiedenen Häuser. Ich glaube, wie viele Schüler sind hier dabei? 1, 2, 3, 4, 5 und Professor McGonagall dann noch. Ich glaube aber, waren es nicht 6 Schüler? Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Ergänzungszeug hier auf jeden Fall dabei.
Dann haben wir hier weitere ältere Sets. Weitere ältere Sets. Moment, hier fehlt noch eins. Genau, hier ist das eine neue noch, nämlich der Hogwarts Krankenflügel. Davon habe ich euch ja auch schon irgendwie vor einem halben Jahr berichtet. Eine weitere Erweiterung für dieses neue System rund um die Kammer des Schreckens, eben auch mit grünem Dach und als Figuren. Moment, so haben wir hier dabei Madame Pomfrey, Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley. Und was ich, Moment, wie mache ich es am besten so? Was ich ein sehr cooles Detail finde, ist, dass Ron, der liegt ja da im Krankenflügel. Das Ganze basiert auf, ja, auf dem Höhepunkt bzw. auf dem Ende von Teil 3, liegt er ja da mit verletztem Bein und deswegen hat er hier auch ein weißes Bein, weil das tatsächlich ein Gipsverband ist. Und wenn ich mich nicht vergucke, hat auch Hermine hier so einen weißen Verband um die Hand. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber wurde sie von der Ratte gebissen, also von Peter Pettigrew oder irgendwie sowas, dass sie da einen Verband an der Hand trägt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie es ausschaut, hat sie den Zeitumkehrer, wo ich ja dachte, der wäre aufgedruckt auf ihrem Torso, hat sie den in der Hand tatsächlich. Ja, spannendes Set, kostet leider 50 Euro. Wir hatten ja irgendwie einen Preis von 40 Euro. Ist höchstwahrscheinlich dann auch dem Preisanpassungen von Lego zum Opfer gefallen. Preisanpassungen immer nach oben. Ja, wer eben erst neu eingestiegen ist und mit der Kammer des Schreckens hier angefangen hat, wird sich dann sicherlich auch den Krankenflügel besorgen. Auf jeden Fall auch Madame Pomfrey, glaube ich, das allererste Mal sogar hier als Lego-Figur mit dabei. Das war es allerdings für Harry Potter. Nur diese vier Sets erscheinen im März. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass da nochmal was kommen wird dann im Sommer. Hier haben wir noch ältere Sets, Lego Mindstorms, okay. Lego Minecraft. Gibt es da auch was Neues? Genau. Hier, das sind die neuen Sets. Sechs Stück an der Zahl. Ist Lego Minecraft immer noch ein Ding? Ich weiß gar nicht. Die Fuchslodge haben wir, das Trainingsgelände, beziehungsweise die Kaninchenranch, das Wächterduell, das Pilzhaus und der Hinterhalt des Creeper. Ja, kann ich euch leider nicht so viel dazu erzählen. Ich habe bis zum heutigen Tag immer noch kein Minecraft gespielt, aber ich glaube, die kamen eigentlich relativ gut an bei den Leuten, die sich dafür interessieren, scheinen jetzt auch nicht allzu hohe Preise zu sein. Hier haben wir einen ziemlich krummen Preis bei dem Set, nämlich 22,99 €. Scheint auch irgendwie eben mit dieser Preiserhöhung bzw. Preisanpassung zu tun zu haben. Dann haben wir hier weitere ältere Minecraft-Sets, die kennt ihr ja sicherlich dann alle schon. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema, Lego Star Wars. Und hier ist leider nichts Neues drin, beziehungsweise nichts, was ihr nicht schon kennt. Wir haben hier einmal neu im Januar diesen ultra hässlichen Razor Crest Microfighter und dann eben diese beiden Sets, die schon um einiges spannender sind, allerdings eben auch schon bekannt, nämlich einmal den Hoth AT-ST und das Snowtrooper Battle Pack. Habe ich mir auch schon beide vorbestellt. Allerdings wird es im März ja dann noch einige andere Sets geben. Zum Beispiel der Palast von Boba Fett wird ja gerüchteweise für März vorhergesagt. Und wenn ich mich nicht irre, wird das Set auch Ende Dezember vielleicht schon enthüllt werden, so ungefähr zur Premiere von der Book of Boba Fett Serie. Nichts Genaues weiß man aber nicht. Ja, finde ich auf jeden Fall komisch, dass das dann nicht hier drin ist, wenn der Katalog ja ab Januar eigentlich erst gelten soll. Naja, das ist leider ein wirklich sehr enttäuschender Katalog für alle Star Wars-Fans, weil hier eben nichts Neues drin ist. Aber hier kommen wir dann zur Technik. Mögen ja auch sehr viele hier auf dem Kanal, wie ich das immer so mitbekomme. Das Geländefahrzeug für 75 Euro. Das ist dieses ominöse Quad mit sechs Reifen, von dem Luca hatte das Video, glaube ich, gemacht, von dem er euch berichtet hatte. Da sehen wir hier als Funktion gibt es irgendwie, dass man eben diese Ladefläche nach hinten umklappen kann. Dann gibt es hier so einen angedeuteten Motor und eben die Achsen.
Ja, lassen sich auch noch hoch und runter bewegen, um dann eben durchs Gelände zu fahren. Als Zubehör gibt es dann noch so Baumstämme, beziehungsweise ja, Baumstämme eben dabei und eine Kettensäge und auch wieder jede Menge Sticker. Allerdings an dieser Stelle gleich der Hinweis, was die Techniksachen anbelangt. Wenn ihr euch dafür interessiert und euch auch darüber austauschen wollt, schaltet am Freitag um 20 Uhr gerne hier wieder ein. Da gibt es dann nämlich die nächste Ausgabe des Promobricks Lego Technik Talks mit unseren beiden Experten für Technik, Luca und Christian. Und die werden dann über diese ganzen Neuheiten im März mit euch erzählen. Die haben davon auch mehr Ahnung als ich. Das erscheint jedenfalls im März für 75 €. Dann haben wir hier drüben noch zwei Neuheiten. Hier unten einmal den Chopper, der sich in ein anderes Motorrad umbauen lässt. Und eine März-Neuheit, den Teleskoplader, der sich zu einem LKW mit Kran umwandeln lässt. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Das sind auch auf jeden Fall die ersten Bilder von diesem Set hier. Und ich glaube, diese 10-Euro-Sets sind ja auch immer sehr beliebt bei den Technikleuten. Dann gibt es auch zwei neue Monster Trucks. Wir hatten ja im letzten Jahr den Gravedigger und den Max-D. Und jetzt bekommen wir im Januar den Megalodon und den El Toro Loco. Das hier ist tatsächlich. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist für mich das schwächste Monster Truck Set, aber dann habe ich den hier unten gesehen. Also, so cool sehen die irgendwie alle nicht aus. Der hier sieht aber, das ist tatsächlich mein Favorit. Also der Megalodon, eben mit diesen Haiflossen und dann auch diesen Zähnen. Und ich finde das cool, wie das hier aussieht. Ist das ein Sticker? Oh, das ist ein Sticker. Ich wollte gerade sagen, hier hat man dieses Loch in den Techniksteinen schön genutzt. Das sieht nämlich aus wie so ein Auge, aber es ist tatsächlich auch ein Sticker. Okay, Lob wird zurückgezogen. Aber dann haben wir hier noch zwei neue Sets, nämlich diese Pullback-Autos, den Ford Mustang Shelby GT500 und den Formula E Porsche 99 X Electric. Und zumindest der Porsche wurde ja auch eher gemischt aufgenommen, wenn wir es mal positiv ausdrücken wollen. Hier gibt es auch irgendwie noch so eine AR-Funktion, wo ihr eben irgendwie praktisch so eine virtuelle Rennstrecke auf eurem Handy anzeigen lassen könnt, wo dann die Autos durchfahren und ja, ist halt so eine Spielerei, wird es dann sicherlich. Ich glaube, Luca macht Reviews dazu zu diesen Sets, da wird er euch dann bestimmt noch mal genauer erklären, was es damit auf sich hat. Dann haben wir hier wieder ältere Sachen, den Dodge Charger, den Land Rover, den Abschleppwagen, den Jeep Wrangler und dann ist hier noch eine Januar-Neuheit, die gar nicht als solche ausgezeichnet ist, aber okay, nämlich Batmans Batmobil, das vierte Set zu The Batman. Hier gibt es nicht wirklich irgendwelche Technikfunktionen, außer dass es irgendwie zwei Leuchtsteine enthalten sind, einer hinten und einer vorne. Ja, 99 € auch dann im Januar eine Neuheit. Und Moment, hier ist das Neue. Genau, das ist dann die nächste und glaube ich auch schon letzte März-Neuheit hier aus diesem Katalog, nämlich das App-gesteuerte Transformationsfahrzeug für 130 €, auch wieder mit Control Plus. Und dann lesen wir hier unten Hauptsteuerung, alternative Steuerung, Herausforderungen und Erfolge, das dann auch wieder über die App geht. Und weil in den letzten Tagen auch schon die Frage kam, was hat es denn mit dieser alternativen Steuerung auf sich? Die hatten wir auch schon bei dem aktuellen Cat Bulldozer und das heißt nicht irgendwie, dass hier eine Fernbedienung oder so ein Joystick irgendwie enthalten ist, sondern es gibt einfach zwei verschiedene Overlays praktisch für die Steuerung auf dem Handy. Also unterm Strich dann doch sehr enttäuschend. Aber was hat es hier mit dem Transformationsfahrzeug auf sich? Hier gibt es so eine kleine Grafik und wie es aussieht, gibt es eben sowohl auf dieser Seite ein blaues Cockpit und ihr seht es hier unten, scheint das so orange leicht durch. Und wenn man das irgendwie dann praktisch aufs Dach wirft, ist da ein anderes Cockpit und man kann dann weiterfahren, beziehungsweise das Fahrzeug kann sich dann eben transformieren. Und ich glaube, das ist eben dann auch die Hauptfunktion neben dem allgemeinen Hin- und Herfahren, dass man das dann einmal so
über Kopf werfen kann und dann geht die Fahrt eben weiter. Wird Luca euch dann sicherlich auch noch im Review zeigen. Auch das hier eine März-Neuheit allerdings. Und das war es, glaube ich, auch schon. Genau, dann gibt es hier noch dieses BMW-Motorrad. Auch neu im März hatten wir ja auch schon im Blog gezeigt. Das erste UCS-Set sozusagen von Lego Technik. Das sieht man jetzt hier nicht. Oder doch, hier unten sieht man es. Da ist nämlich so eine kleine UCS-Plakette praktisch dabei und eben auch so ein Präsentationsständer, wo man das dann eben draufstellen kann. Und eigentlich wird es im März noch einen Formel-1-Rennwagen geben, der jetzt hier in diesem Katalog allerdings nicht drin enthalten ist. Und ihr kennt das vielleicht aus den letzten Jahren, diese quadratischen Kataloge zeigen immer nur das, was es so im allgemeinsten der allgemeinen Spielzeughandel, Fachgeschäfte, wie auch immer, geben wird. Also das sind irgendwie Sets, die ihr bei Müller und so bekommt. Und zum Beispiel bei Toys R Us oder Wedes oder so gibt es dann in der Mitte hier immer noch so einen extra Einleger, wo exklusive Sets drin sind, die es eben nur in diesen Geschäften geben wird. Und ich glaube, der Formel-1-Wagen, wo wir auch immer noch nicht wissen, zu welchem Team der gehören wird oder aus welcher Saison der sein wird, ich nehme an, aus der Saison 2022, deswegen wird da auch noch so ein großes Geheimnis drum gemacht. Ich nehme an, dieses Set wird dann eben so ein Exklusivset werden. Wenn ich mich recht erinnere, kostet der 180 € und eben, wie gesagt, auch Erscheinungstermin im März dann, wo ja, glaube ich, auch die neue Saison von der Formel 1 anfängt, oder? Startet ihr nicht immer im März? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es jetzt auch irgendwie verschoben wegen Corona oder sowas. Dann haben wir hier die ja auch schon bekannten 18-Plus-Sets. Lego Art gibt es auch noch. Da erscheinen ja auch noch neue Sets 2022, wozu es noch keine Bilder gibt. Da wird es ja von Batman noch ein Mosaik geben, was ja auch irgendwie für 2021 eigentlich schon angekündigt war. Und Elvis soll es noch geben und ich glaube noch zwei andere, wo es allerdings noch keine öffentlichen Informationen dazu gibt, was das dann werden soll. Dann haben wir hier nochmal Batman, diese ultra hässliche Maske, den coolen Batmobil-Tumbler, der wirklich sehr schön gemacht ist, eine sehr schöne Neuauflage, aber der kleine gefällt mir trotzdem besser. Dann hier nochmal Marvel-Sachen und genau, das ist das, was ich meine. Ihr wisst ja sicherlich, es gibt nicht nur den Venom-Kopf, sondern eben auch den Carnage-Kopf und der ist jetzt hier auch nicht drin abgebildet, weil es den eben nur bei exklusiven Partnern von Lego gibt. Ich glaube irgendwie bei Müller oder so, aber nicht im normalen Handel. So, dann Star Wars, nochmal diese Köpfe und wie es aussieht, der Stormtrooper und na, der TIE Fighter Pilot sind auch schon aus dem Programm raus. Da wird es ja dann auch nochmal zwei neue geben: Luke Skywalkers Pilotenhelm und den Mandalorianer oder der Mandalorianer Helm. Die beiden sind schon sicher und gerüchteweise wird es ja dann auch noch einen Dark Trooper Kopf geben. Bin mal gespannt, ob das dann auch wirklich so wird. Und dann haben wir hier zum x-ten Mal seit gefühlt 100 Jahren Werbung für die Skywalker-Saga drin, das Videospiel, neu im Frühling 2022. Bin mal gespannt, ob das dann wirklich erscheinen wird oder ob wir da immer noch drauf warten müssen. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Genau, hier hinten gibt es noch Gutscheine für das Legoland. Und ja, noch irgendwas Spannendes. Hier noch irgendwas? Nee. Geschenke für Ostern für unter 10 €. Okay, dann haben wir es. Dann sind wir durch mit dem neuen Lego-Katalog. Januar bis Juni 2022. Über eine Stunde hat das jetzt gedauert. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Aber gab es offenbar doch ein bisschen mehr zu erzählen, als ich dachte. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser kleine Einblick hier. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welches Set ihr besonders gefallen habt. Vielleicht welche ihr schon vorbestellt habt oder welche ihr dann auch im Januar, im März oder wann auch immer im ersten Halbjahr noch kaufen wollen werdet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir aber gerne noch ein Like und ein Abo da, um auch keine zukünftigen Videos zu verpassen. Jetzt bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.